Hallo und herzlich willkommen auf TommyXT Channel. Heute wieder ein Du-Commentary über Cybermobbing sowie Mobbing. Und diesmal haben wir den Micha 3037 dabei. Stell dich doch mal vor, Micha. Ja, hallo Leute, heute ist Micha da. Schönen guten Tag erstmal. Also ich bin der Micha, ja. Mein Channel heißt Micha 3037 und alle, die halt mich so kennen, wissen, dass ich nicht immer so alleine bin. Ich habe halt den Willi immer dabei. Diesmal ist es aber so, dass ich den Willi heute mal nicht dabei habe. Denn wie gesagt, ich mache heute mal mit Tommy mal halt ein Duo-Video. Und wie er schon sagte, geht es heute im Allgemeinen halt Cybermobbing und Mobbing an sich. Mhm, genau. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch meine Endcard noch reinschauen. Da ist der Micha auch mit verlinkt. Und natürlich unter anderem habt ihr die Möglichkeit, den Micha unten in die Videobeschreibung zu verfolgen, dass ihr auch auf seinen Channel gelangt. Und das auf jeden Fall. Ja, Micha, also gehen wir jetzt mal davon aus, Mobbing an sich. Was hältst du eigentlich von dieser Sache? Weil jeder hat ja eine andere Meinung dazu und hau einfach mal raus. Naja, meine Meinung müsste eigentlich jedem klar sein. Oder überhaupt die Meinung an sich, was Mobbing angeht, ist natürlich so, dass Mobbing halt auch krank macht. Ja, das ist einfach mal so, wenn man halt jemand mobbt, sagen wir mal, ich gehe mal von dem aus, der Gemobbte ist halt jemand, der halt mit seinen Gefühlen halt so umgeht, wie er das richtig hält. Manch einer ist halt immun gegen sowas, wenn er halt so blöd angemacht wird, angegriffen wird, beleidigt wird und so weiter. Es gibt ja viele Möglichkeiten, jemanden zu mobben. Und wenn man natürlich jemanden hat, sag ich mal, so Kinder oder so oder Jugendliche, die halt ein bisschen so empfindsam auf alles reagieren, dann ist es natürlich so, das ist nämlich, denn so, das kann halt natürlich auch zum Problem werden. Viele fühlen sich dann dementsprechend so angegriffen, dass sie dann halt das halt zu ernst nehmen und ja, davon krank werden, in Depressionen auch verfallen und ja, das ist halt ein Problem. Und solche Leute, sage ich mal, so wie es ist, werden auch höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal dann halt dementsprechend auch einen Arzt brauchen, ja. Weil wie gesagt, das zieht sich dann halt wie so eine Spirale. Irgendwann mal ist dann halt das Ende erreicht und dann weiß man nun leider auch nicht, wie das Ende dann halt ja, vonstatten halt geht, ne. Das kann halt zum, na, weiß ich nicht, Suizidversuch oder was weiß ich nicht alles führen. Ja, da ist das Mobbing oder Cybermobbing an sich, das ist halt eine Sache, da muss man wirklich aufpassen. Ja, denn sowas geht schnell ins Ohr. Ja, da hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Darüber habe ich nämlich in meinem ersten Video zum Beispiel auch mal reingesprochen, dass es halt dazu führen kann, dass es auch unter anderem auf YouTube auch schon dementsprechend war, dass sich viele schon das Leben genommen haben und auch unter anderem in psychischer sowie psychologischen Dienst mussten, weil sie halt psychisch einfach fertig waren und physisch. Weil das Problem ist einfach, die Leute, die wissen einfach nicht, dass man dadurch auch strafbar, sich damit strafbar machen kann, weil auch ein Cybermobbing, so wie normales Mobbing, ist strafbar in Deutschland. Das wissen halt nur viele nicht. Hattest du das schon mal in irgendeiner Art und Weise, jeder kennt's, oder hast du schon mal gehört von jemandem, du musst es jetzt natürlich nicht pauschal jetzt darauf ansprechen, der und der, sondern hast du schon mal erlebt und bist auch mal dazwischen gegangen, weil bei dir interessiert mich halt jetzt einfach mal, ob du sowas schon mal gehört hast oder gesehen hast, dass einer gemobbt worden ist. Das interessiert mich bei dir. Naja, ich sag mal so, ich habe ja ein spezielles Alter schon erreicht. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre. Und ich denke mal, dieses Mobbing fängt ja schon in der Schule an. Ja, das ja, ist halt so, dass man in der Schule gemobbt wird. Oder sagen wir mal so, das fängt ja schon im Kindergarten an. Ja? Wenn du zum Beispiel, du spielst und einer klaut dir irgendwie das Spielzeug, das ist ja auch schon so eine Art Mobbing, ja. Du fühlst dich denn verletzt, dir wird was genommen und du bist verletzt. Das ist für mich denn schon so ein kleiner Zweig zum Mobbing. Mir selber, sag ich mal so, ist es eigentlich noch nie so passiert, wo ich denn wirklich sage, dass ich mal gemobbt worden bin, weil ich habe eine starke Psyche, ich weiß, wie ich darauf reagiere und wusste eigentlich immer schon, wie ich darauf reagiere. Kenne auch jetzt nicht wirklich jemand, der halt von meiner Familie oder auch von meinem Freundeskreis, den ich so habe, dass der mal gemobbt wurde. Sicherlich gibt es mal Probleme, dann kann man auch an mir herantreten und ich versuche so weit wie es geht zu helfen. Habe auch schon den einen oder anderen geholfen. Aber wie gesagt, von meiner Warte aus kann ich da halt nicht so viel sagen. Also ich selber wurde noch nicht gemobbt. Ah, okay, das hört sich ja schon mal gut an. Ich wollte nämlich mal ein Spezialvideo dafür rausbringen. Ich war nämlich auch einer Form in einem Cybermobbing, also nicht Cybermobbing, sondern normales Mobbing. Pauschal auch darauf zu kommen, dass es auch Thema Schule war. Ich wurde so ein Mobbing-Opfer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Und da, aber das möchte ich dann halt später mal in einem Video erklären, was da jetzt halt so passiert ist. Weil das Problem ist auch unter anderem, ja, auch ich hatte da mit meiner Psyche zu kämpfen und es gibt halt Menschen, die da halt wirklich nicht mit umgehen können. Das ist ganz klare Sache. Was ich halt gut finde, dass du halt in der Sache noch nicht wirklich was erlebt hast, auch wenn du jetzt das gewisse, boah, 50 Jahre, wow, Respekt, also so siehst du gar nicht aus, muss ich dazu sagen. Danke. Und ja, ich finde es interessant, dass du schon sagst, dass es eine Form am Mobbing ist, wenn es schon im Kindergarten beginnt, dass wenn man ein Spielzeug beispielsweise klaut. Das finde ich sehr, sehr interessant und da denken auch viele Menschen nicht so wirklich drüber nach, wo Mobbing eigentlich schon teilweise irgendwo anfängt. Das finde ich an deiner Sache sehr interessant. Boah, das finde ich richtig genial. Also, dass du das angesprochen hast, da wäre ich auch selber gar nicht drauf gekommen. Und ja, das ist richtig geil. Also, ich muss schon sagen, also, ja, ist ja auch, sag mal so, das gibt, wie gesagt, das gibt bestimmt 100 Arten von Mobbing. Pass mal auf, mir fällt nämlich auch gerade irgendjemand ein, zum Beispiel in der Schule, ja, du gehst die Treppe hoch. Und einer stupst sich von hinten an und sagt zu dir, kannst mal ein bisschen schneller laufen. Das ist auch schon wieder so eine andere Art von Mobbing, denn der erzwingt ja was von dir, was du machen sollst, ja. Und du fühlst dich dann irgendwie so in der Lage, ja, entweder tust du das oder tust du nicht. Also ist ja deine Gefühlswelt wird ja irgendwie da halt schon durcheinander gebracht. Und Leute, die zum Beispiel dich so angreifen, wo deine Gefühlswelt durcheinander gebracht wird, also ich denke mal schon, das umfasst diese ganze große Wort Mobbing. Ich habe mal spezifisch auch mal eine Frage zu deinem YouTube-Channel. Hattest du denn schon mal jemanden da drauf, also ich gehe jetzt nur von Cybermobbing aus, wo ein Kommentar gekommen ist, wo du dir das ist, alter Schwede, was schreibt der da eigentlich für Mist? Hattest du das schon mal? Ja, klar. Ja, ich hatte ja mitunter jetzt nicht, das ist ja nicht mein erster YouTube-Channel, ich hatte ja vorher nochmal eben, den habe ich irgendwie aus Versehen gelöscht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich hatte hier auch schon mal einige Leute, die kommen dann einfach mal auf deinen Channel, ja, und schreiben irgendwie eine Gülle, was mit deinem Video ja nichts zu tun hat. Dazu kann ich eigentlich nur eins sagen. Wenn ihr so was habt, Leute, ihr habt die Möglichkeit, den zu blocken, den Kommentar zu löschen. Macht das einfach mal und dann ist die Geschichte aus der Welt. Punkt. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also das finde ich gut, dass du so drauf reagierst. Aber das ist ja halt das, die Problematik an sich. Weil das Problem ist ja, du persönlich hast ja eine starke Psyche, wie du ja jetzt auch in dem Video erwähnt hast. Und natürlich ist es für dich ja auch dementsprechend, sage ich jetzt mal, wie es ist, scheiße eigentlich da drauf. Und so ist es ja auch bei mir, weil ich kacke da einfach drauf, wenn mir jetzt einer schreibt, geh sterben oder sonstiges, sowas hatte ich auch schon. Oder mach ein Video davon, dass du sterben gehst, hat mir einer mal geschrieben. Den habe ich so ausgelotst, der hat gar nichts mehr geschrieben. Der ist auch nie wieder auf meinen Kanal entschieden oder so. Also ich brauche solche Leute nicht blocken, weil ich sehe es auch teilweise so, es ist an sich ein Kriterium für sich. Ich kann damit umgehen, aber andere Menschen nicht. Darum geht es mir auch. Und da muss man sich halt gegen für einsetzen. Dass die Leute sich halt nicht unterkriegen lassen sollen, damit sie nicht untergehen. Das will ich ja mit diesem Format ja auch bezwecken. Deswegen gibt es auch mehrere Videos von unterschiedlichen YouTubern auch, wie jetzt mit dem Michael jetzt gerade. Und ich freue mich natürlich, dass er mit ins Boot gekommen ist und auch mal ein bisschen von seiner Seite aus erklärt hat, was Mobbing ist. Und eine Sichtweise, die ich immer noch interessant finde, auch wenn ich mich da wiederhole, wo er halt auch schon angesprochen hat, von wegen, ey Leute, Mobbing fängt schon im Kindergarten an, sei es nur Spielzeug, Leute. Ich finde das so richtig hammergeil, wie du dich damit artikuliert hast und das halt ausgesprochen hast. Das fand ich wirklich geil. Ja, gut. Wenn du noch irgendwie was zu erwähnen hast, ich verabschiede mich jetzt an meiner Stelle. Moment mal kurz. Entschuldigung. Muss mal eben abhusten. Verabschiede mich erstmal von meiner Seite aus und danke natürlich für den Micha, dass er mit dabei war. Und wenn du auch natürlich mal gerne mit dabei sein möchtest, kannst du es unten in die Kommentare reinschreiben. Dual oder vielleicht sogar mal irgendwann Dreier. Das hatte sich jetzt böse an, ne Dreier. Auf jeden Fall kannst du das mal unten reinschreiben, ob du mit dabei sein möchtest. Und ich sage ein Tschüssi Cosby und das letzte Wort geht an den Micha 3037. Hau raus. Na, hört. Dass ich noch was sagen darf, ist natürlich supi. Also, ich verabschiede mich ja dementsprechend auch. Bedanke mich bei Tommy, dass ich halt sein Gast sein durfte. Und wie gesagt, Leute, versucht nicht
alles in euch ein reinzufressen, wenn ihr mal gemobbt werdet, ja. Versucht damit vernünftig umzugehen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann nehmt diese Hilfe an. Ansonsten kann ich euch halt nur mit auf den Weg geben, Hirnis sterben nie aus. Punkt.